bin Leslie Hahn, bin die Patientenvertreterin in der Dr. He-Klinik für Dr. Hasan Erdem. Ich bin auch Leslie Hahn, ich bin die Einladungsberaterin. Heute sind wir wieder mit einer unserer Patienten hier. Stell dich vor. Ich bin Robert, komme aus Deutschland und bin hier in der Praxis Patient. Genau, der Robert ist zu uns gekommen für die Magenverkleinerung. Genau. Die wir wann durchgeführt haben? Am Samstag, Samstagmorgen. Gut, heute ist Donnerstag. Gut. Genau. Gut siehst du aus? Dankeschön. Perfekt. Robert, wir möchten dir ein paar kurze Fragen stellen. Gerne. Damit auch Leute, die sich für die OP interessieren, auch dann über unsere Videos sich informieren können und schauen können, sehen können, wie ist es denn dort, wie ist es nach der OP, vor der OP, wie so alles abläuft. Wie ist es denn vor der OP gewesen? Du hast dich erstmal für die OP entschieden? Genau. Ich habe mich also erkundigt so im Internet, wer es alles macht. Aber ich bin dann auf eure Seite gestoßen, auch durch einen Kumpel, der das letzte Jahr Magen-Bypass machen lassen hat. Okay. Und ja, und dann haben wir angefangen zu schreiben. Mhm. Und dann war es eigentlich schon relativ schnell sicher, dass ich es machen lassen möchte. Mhm. Dann habe ich in Deutschland alles abgewickelt. Und dann war ich schon hier. Haben wir alles organisiert, dann bist du hier angekommen. Genau. Super. Wie ist es vor der OP gewesen? Also die Voruntersuchungen wurden alle gemacht. Genau. Warst du ein bisschen aufgeregt? Nervös? Ja, sehr, weil es ja doch ein großer Schritt ist. Ja, ist es tatsächlich. Aber ja. Alles klar. Super. Dann bist du hier gewesen. Wie war es am OP-Tag? Ja, es ging eigentlich relativ fix früh. Jetzt hat man noch ein paar Voruntersuchungen gemacht. Mhm. Nach der OP, wie hast du dich da gefühlt? Der OP-Tag ist ein bisschen anstrengend, aber... Also direkt nach der OP, wo ich nach unten gelegen habe, im Aufwachraum, war es hart. Mhm. Also es waren die Schmerzen schon noch groß, also sobald ich auf dem Zimmer war und das Schmerzmittel dann richtig gewirkt hatte, war es tipptopp. Und dann nach ein paar Stunden, wo ich dann wach war... Wolltest du schon rausgehen? Nee, ich habe ja schon die ersten Laufeinheiten gemacht. Genau. Alles, ja. Genau, nach den ersten Stunden der OP beginnen dann die Patienten zu laufen. Das ist sehr, sehr wichtig nach der OP. Gut, und danach Schritt für Schritt? Also, erster Tag hast du ein bisschen Apfelsaft getrunken und zweiter Tag nach der OP hast du schon mit Flüssigdiät quasi angefangen. Genau. War das, wie es jetzt mit dir ist? Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, also sehr viel schlimmer. Aber es ist eigentlich ganz lecker. Also gibt es so ein, zwei Sorten, wo man sagt, ja. Gewöhnungsbedürftig. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. So diese Schoko und Vanille, aber Erdbeeren und Banane zum Beispiel ist tipptopp. Super. Also damit habe ich ja gar keine Probleme, das zu trinken. Also du wirst jetzt mit Püree-Phase weitermachen und dann kommt feste Nahrung. Was denkst du über die Diätpläne? Freut sich bestimmt schon. Es ist hart, also auch mit den 30 Minuten vor, während und danach nichts trinken. Das ist feste und flüssige Nahrung, das ist zum Beispiel unser wichtigste Regel. Das ist so, ich denke mal, das wird die größte Challenge. Ja, also die größte Challenge. Mhm. Aber ja. Das tut man nicht alles für die Gesundheit. Ja, so der erste Schritt ist, sie macht die OP. Das ist jetzt der härteste Schritt gewesen, denke ich mal. Und das andere ist ja bloß Disziplin. Ja, richtig. Du schaffst das. Also Unterstützung von der Weite sind wir dann immer für dich da. Ja, kontaktieren kannst du uns jederzeit. Alles klar, okay. Was möchtest du oder was würdest du gerne sagen für Patienten, die an so eine Operation denken? Es gibt verschiedene Body Mass Index von 35 bis über 40, 50, du bist jetzt über 60 BMI. Was würdest du da sagen wollen oder Empfehlungen aussprechen? Ja, sollen sie eben wirklich Gedanken drüber machen, sich erkundigen und bei euch oder ja, bei dir eben, du bist ja so die erste Anlaufstation. Soll die Fragen einfach stellen, man wird dir helfen hier auf jeden Fall. Also jede Frage, die ich gestellt hatte, wurde wirklich zu 100% beantwortet. Das war eben sehr hilfreich, wo ich so das Gefühl hatte, okay, ja, das ist jetzt der Schritt, den ich brauche. Ich habe jetzt 27 Jahre eigentlich alles falsch gemacht, was Ernährung etc. angeht. Jetzt kommt der richtige Neuanfang, das Start zum zweiten Leben. Super. Alles klar. Gut, wir wünschen dir alles Gute. Ja. Vielen Dank, dass du uns vertraut hast und dass du hier bei uns warst. Dankeschön. Und wir sind natürlich weiterhin immer in Kontakt. Genau. Du wirst uns erreichen. Alles klar. Gut, wir wünschen dir viel Gesundheit und viel Erfolg. Dankeschön. Und wir winken einmal. Tschüss.